Seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Chris Reads for You. Diesmal zu dem Spiel Anna. Das Problem mit dem Spiel ist, dass es während des Spielens wohl sehr wenig zum Charakter, den man spielt, erklärt. Aber es bietet sehr viel zum Lesen, das ein bisschen den Hintergrund unseres Protagonisten erläutert. Und das aber während des Let's Plays zu machen, würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und das mittendrin in der Spannung kann einen schon mal rausreißen. Von daher habe ich mich entschieden, diese Texte jetzt mal im Voraus zu lesen und extra Parts dazu rauszubringen, bevor ich das eigentliche Let's Play starte. Von daher steigt man dann schon mal mit einem gewissen Wissen, Hintergrundwissen, in das Spiel mit ein. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch direkt mal an. Was zum... Wie bin ich hierher gelangt? Das ist das Sägewerk, das ich in meinen Träumen sehe. Aber ich verstehe das nicht. Bin ich wach oder schlafe ich noch? In meinen Träumen stehe ich immer außerhalb des Zauns. Doch diesmal nicht. Ich will herausfinden, was hier verborgen ist. Ich spüre, dass ich in diesem Haus die Antworten auf all meine Fragen finden werde. Und vielleicht auch sie. Ich kann nicht schlafen. Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Ich schreibe nur, um die Qualen zu überstehen. Schmerzmittel helfen bisher nicht. Auf den kurzen Augenblick der Linderung folgen immer scharfe, stechende Schmerzen. Ich drehe und wende meinen Kopf, um eine Stellung zu finden, die weniger wehtut. Aber es ist sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, ist mir, als würde ich Blätter im Wind rauschen hören. Als würden sie eine Symphonie komponieren. Aus meinen geschundenen Knochen. Mir ist, als könnte ich Bilder von jener Szene sehen. Den Himmel und die Berge. Seltsamerweise ist meine Sicht verschwommen. Doch obwohl ich den Ort nicht wiedererkenne, habe ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich habe wohl Halluzinationen von der Migräne. Ich hasse die Berge. Freiwillig bringen mich da keine 10 Pferde hin. Die wenigen Male, die ich in den Bergen war, bin ich nie länger als einen Tag geblieben. Bin nie in den Wald oder wandern gegangen. Ich muss mich auf mein Kissen legen. Ich fühle mich ganz schwach von den Schmerzen. Die Vorlesung heute hat sie schockiert. Als ich ihnen erzählte, dass die mittelalterlichen Ritter häufig arme Bauersfrauen vergewaltigt haben, die ihnen allein auf der Straße begegnet sind, haben sie mich angestarrt. Vor allem die Mädchen schienen entsetzt und verstört, als würde ich ihnen eine ausgedachte Geschichte erzählen. Doch es gibt unzählige alte Lieder, auch wenn sie selten in Schulbüchern zu finden sind, über diese Praktiken. Manche verherrlichen die Vergewaltigung sogar, als Privileg der Ritter gegenüber niederer Klassen. Zusammengefasst, Ritter knieten romantisch vor Edelfrauen nieder und fielen hemmungslos über junge Hirtinnen her. Als ich ihnen dann berichtete, dass eine Vergewaltigung in einigen Gegenden der Alpen eine Heirat nach sich zog, waren sie erst recht entsetzt. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, war verpflichtet, zur Braut ihres Vergewaltigers zu werden. Das Leben war damals kein Zuckerschlecken. Es blieb wenig Zeit, eine Frau zu umwerben. Heute mag dieses Verhalten abstoßend erscheinen, wenn man es aus unserer modernen Warte betrachtet. Viel erschreckender ist aber, wie die Menschen die Erinnerung an diese Gräueltaten verdrängt haben und wie sie dazu neigen, sie willentlich zu ignorieren, wenn wir sie damit konfrontieren. Einige Schüler waren von dem Thema der gestrigen Vorlesung so angewidert, dass sie begonnen haben, mich Professor Pervers zu nennen. Wären meine Kopfschmerzen nicht wiedergekommen, hätte ich über einen solch albernen und einfallslosen Spitznamen nur lachen können. Heute ist etwas Seltsames geschehen. Ich habe im Keller in alten Kisten nach etwas
ein paar alten Mitbringseln gesucht und bin dabei auf eine halb vergrabene Kiste gestoßen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich bin oft im Keller, aber diese Kiste ist mir noch nie aufgefallen. Das machte mich neugierig. Ich wollte wissen, was darin war. Überhaupt zu ihr zu gelangen, war schon nicht leicht. Ich musste ein paar große Kisten voller alter ethnischer Souvenirs beiseite räumen. Warum hebe ich all den Müll eigentlich auf? Aber schließlich konnte ich sie befreien. Es lagen ein paar alte Fotos darin. Sie waren in Papierumschläge gelegt und mit einem Bindfaden zugeschnürt worden. Auf dem Paket lag eine Notiz, völlig vergilbt. Val de Ayas stand darauf. Diese Fotos können nicht von mir sein. Ich war noch nie dort. Ich war überhaupt noch nie in der Gegend des Aus-Tatals. Ich weiß nicht, warum, aber diese Fotos zu finden beunruhigt mich irgendwie. Ich nahm sie mit nach Hause, aber ich habe noch nicht den Mut gefunden, sie anzusehen. Ich bin heute Nacht mehrmals aufgewacht. Jedes Mal ging ich zu dem Umschlag mit den Fotos, entschlossen, ihn zu öffnen. Und jedes Mal schreckte ich im letzten Moment zurück. Die Kopfschmerzen sind zurück, stärker als je zuvor. Und auch die Visionen der Bäume. Wenn der Schmerz am schlimmsten ist, glaube ich sogar, eine Stimme zu hören. Oder vielleicht ein Pfeifen. Ich kann nicht mehr schlafen. Warum finde ich nicht den Mut, diese Fotos anzusehen? Meine Vorlesung heute war grauenhaft. Ich hatte schlechte Laune und meine Studenten haben es bemerkt. Ich habe oft völligen Unsinn gestammelt, anstatt zu lehren. Ich bemerkte es zwar, konnte mich aber einfach nicht zusammenreißen. Meine Gedanken fielen völlig unsortiert aus meinem Mund. Ich weiß nicht, warum, aber ich muss unaufhörlich an diese Fotos denken. Jede einzelne Sekunde, den ganzen Tag lang. Sie sagen, ich hätte plötzlich eine der Studentinnen angestarrt. Marco, mein Assistent, sagt, ich hätte eine geschlagene Minute regungslos dagestanden und sie angestarrt. Er sagt, ich hätte einen abwesenden Blick gehabt. Was soll das überhaupt heißen? Zum Glück konnte ich mich zusammenreißen und weitersprechen, als wäre nichts geschehen. Ich kann mich an nichts erinnern. Es war wie ein Blackout, als wäre mein Bewusstseinsstrom gerissen. Die Muttergöttin. Ich habe heute eine Vorlesung zu eben diesem Thema gehalten. Als ich das Konzept der Vesicha Piscis einführte, fingen sie alle an zu lachen. Einer rief sofort, es sähe aus wie eine Vagina. Ich gratulierte ihm zu seiner Beobachtung, sagte, er habe recht, sie stünde für die Mutterschaft im Allgemeinen und dass jeder von uns von dort entspringe. Ich erklärte auch, dass im Mittelalter die Vesicha Piscis, auch Mandorla genannt, verwendet wurde, um heilige Bilder Gottes einzurahmen. Sie lachten wieder. Ihnen ist noch nicht klar, dass der Versuch, die Sexualität aus der Kultur zu verbannen, eine Plage der Neuzeit ist. Dann erzählte ich ihnen von Trapezoid, von den drei verbundenen Spiralen, den drei Halbmonden und anderen Symbolen. Sie wirkten interessiert. Am Ende verteilte ich Kopien der Hymne an Isis und sprach über die Rolle der Frau in antiken Zivilisationen. Oft stehen völlig unterschiedliche Symbole für ähnliche Konzepte. Ohne meine Kopfschmerzen wäre es eine perfekte Vorlesung gewesen. Hymne an Isis. Ich bin die Erste und die Letzte. Ich bin die Verehrte und Verachtete. Ich bin die Hure und die Heilige. Ich bin die Ehefrau und die Jungfrau. Ich bin die Mutter und die Tochter. Ich bin die Arme meiner Mutter. Ich bin die Unfruchtbare, doch meine Kinder sind Legion. Ich bin die verheiratete Frau und die Unverheiratete. Ich bin die Gebärende und die, die nie ein Kind gebar. Ich bin die Entschädigung für die Schmerzen der Entbindung. Ich bin die Braut und der Bräutigam. Und es war mein Mann, der meine Fruchtbarkeit nährte. Ich bin die Mutter meines Vaters. Ich bin die Schwester meines Gemahls. Und er ist mein verstoßener Sohn. Achte mich stets, denn ich bin die Schändliche und die Herrliche. Die Fotos, verdammt.
Ich kann sie nicht ansehen. Ich bin einfach zusammengebrochen. Ich konnte nicht einmal den Vorlesungssaal betreten. Ich fand mich am Boden liegend wieder, den Kopf zwischen den Händen, umgeben von einer Gruppe von Studenten, die fragten, ob es mir gut ginge. Die Stimmen wurden zu Geräuschen und dann zu nichts. Ich erwachte im Krankenhaus. Den Ärzten zufolge war es kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall, kein Nervenzusammenbruch. Es war, als hätte ich mich selbst ausgeschaltet, aber ohne ins Koma zu fallen. Ich verbrachte 3 Tage stationär dort, doch die Tests ergaben nichts. Schließlich empfohlen die Ärzte einfach, dass ich mich etwas erholen und besser und nahrhafter ernähren solle, als ich es bisher getan habe. Die Hochschule hat zugestimmt und gab mir gleich 5 Wochen Urlaub, anstatt der 2, die mein Arzt empfohlen hatte. Gerade rechtzeitig zum Semesterende. Mein Assistent kümmert sich um die Prüfungen. Die Bäume. Eine alte Frau, die mit Wölfen spricht. Dann der Wald, der Wind. 2 Gipfel, ein Bach und ein Gebäude, das aussieht, als wäre es in eine reglose Welt gequetscht worden. So alt wie die Erde selbst. Die Sonne umgibt alles. Die Wolken ziehen durch die Täler. Und das Schweigen der Zeit schwindet in die Unermesslichkeit, in der ich mich verloren habe. Alles verschwindet, wenn der Morgen heranbricht. Ich werde beherrscht von einer vagen Ahnung. Ich spüre, wie mein Körper schwer wird, wie ein Felsen. Die 3 Tage absoluter Ruhe haben nicht geholfen. Und die Fotos liegen noch immer eingepackt auf dem Tisch. Marco hat mich heute besucht. Er hat berichtet, wie es um die Dinge in der Universität steht. Wir saßen an einem kleinen Tisch und ich gab vor, ihn anzusehen und ihm zuzuhören. Ich fragte ihn, ob er einen Kaffee wolle. Er nickte und sagte, er würde ihn sich selbst holen. Du solltest dich ausruhen, sagte er mit einem Lächeln, einem hämischen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht so mit Samthandschuhen anfassen, erwiderte ich. Einige Minuten später kehrte er mit einem kleinen Tablett mit 2 Kaffeetassen aus der Küche zurück. Er ist so tollpatschig. Er stolperte und vergoss den heißen Kaffee auf das Paket mit den Fotos darin. Es ging alles so schnell, rasend schnell. Als er sich gefangen hatte und sah, was geschehen war, öffnete er den Umschlag, um die Seiten zu reinigen und von der Flüssigkeit zu befreien. Wortlos reichte er mir die Fotos, während er aufwischte. Sobald ich sie in der Hand hielt, erzitterte ich am ganzen Körper und das Gefühl der Unruhe, das mich seit Wochen nicht losließ, wandelte sich in blanken Schrecken. Das erste Bild zeigte 2 Berge. Mit gepresster Stimme flüsterte ich: Castor und Pollux. Fassungslos, warum ich sie erkannte, begann ich durch die Fotos zu blättern. Nachdem er den Kaffee aufgewischt hatte, kam Marco näher, um die alten Fotos mit mir anzusehen. Warum sind manche davon zerrissen? Fragte er. Ich weiß es nicht, antwortete ich gereizt, warum auch immer. Ich kann mich nicht erinnern, je dort gewesen zu sein. Doch leider gab es keinen Zweifel. Auf einigen der zerrissenen Fotos war auch ich zu sehen. Es gab Bilder von verschiedenen Orten. Periask, Champoluk, Pilatz. Wann war ich dort gewesen? Wer war bei mir gewesen? Warum waren diese Fotos zerrissen? Ich war voller Fragen und bemerkte Marco gar nicht mehr. Nach einigen Minuten verabschiedete er sich aus irgendeinem Vorwand, den ich ebenfalls nicht wahrnahm. Ich durchblätterte die Fotos immer fiebriger und fiebriger, als wären sie eine Traumsequenz, die ich zu deuten versuchte. Erst nach vielen Stunden erhob ich mich aus meinem Stuhl, um die Fotos auf den Tisch zu legen. Erst da bemerkte ich, dass eines der Fotos auf den Boden gefallen war, unter den Tisch. Es musste wohl geschehen sein, als Marco sie aus dem Umschlag nahm, um sie vor dem Kaffee zu retten. Ich hob es auf, blickte es einige Sekunden lang an und fiel dann zu Boden, reglos wie ein Toter. Das alte Sägewerk, das ich auf den Fotos gesehen hatte, erschien mir wie in meinen Träumen. Ich erreichte es. Doch kam ich ihm nicht näher. Ich konnte den Zaun nicht überwinden, der es umgab, als wäre er eine unsichtbare Barriere. Als ich sie sah, war ich wie in Trance gefangen. Damals wie heute. Sie stand auf der Schwelle
und ihre unfassbare Schönheit erleuchtete die Traumwände. Sie wirkte traurig und sprach nicht mit mir. Als ich wieder erwachte, in die helle Morgensonne getaucht, waren meine Zweifel verschwunden. Ich musste in das Val d'Ayas, oder besser gesagt, dorthin zurückkehren. Ich werde einige Dinge mitnehmen, auch dieses Tagebuch, in das ich hoffentlich das Ende dieser verrückten Geschichte schreiben kann. Anna, wie konnte ich dich vergessen?